Hallo, unbegrenztes heiliges Kind Gottes. Heute haben wir einen Auftrag, den wir unserem Geist geben. Lass mich heute keine Unterschiede wahrnehmen. Wie können wir Unterschiede sehen, wenn Gott nur einen Sohn hat? Und alle Freude, alle Liebe, ja, die gesamte Glückseligkeit, die der Vater uns gegeben hat, liegt nur im Einssein, in einer geteilten Identität. Gott Vater hat uns allen ausnahmslos sich selber hingegeben. So hat er uns erschaffen. Er hat sich ausgedehnt zu dir und mir. Wir sind der Heilige Sohn Gottes, eins mit ihm. Und in dieser Welt betreiben wir mit allen Mitteln das Gegenteil. Wir verleugnen uns, Selbstsabotage. Ja, und Jesus hat das erkannt. Er hat demonstriert bei der Kreuzigung, dass es keine Trennung, keinen Tod gibt. Er hat einfach die Idee, dass er getötet werden könnte, als Gottes Sohn aufgehoben. Er hat die Liebe gelehrt, die die ganze Zeit ist. Und Liebe sind wir. Die Liebe lässt keinen aus, wie es so schön heißt. Ja, lass uns also keine Unterschiede wahrnehmen. Ach, geliebter Bruder, wenn wir das endlich heute annehmen und verstehen und den Heiligen Geist und Jesus Christus bitten, schau durch mich. Schau hinter alle Erscheinungen. Und zeig mir, was da ist. Ich will die Welt, die ich gemacht habe, die ja gar keine Ursache hat, außer der Idee der Trennung, und die ist nicht wahr. Die will ich nicht sehen. Denn da verletze ich mich nonstop. Ich will mich nicht mehr als Körper identifizieren, getrennt von meinen Teilen meines Selbstes. Ich habe mich ja zerstückelt. Nein, ich will das Ganze sein. Und dann bin ich schlachbumm. Wie eine herrliche, allumfangende, liebevolle Mutter. Eins mit Gott Vater, Jesus Christus. Und integriere alle. Alles und alle, die Ideen, die ich nach draußen projizierte, nehme ich nach innen, vergib sie und lass sie im Licht vergehen. Und alles, was bleibt, ist das Leben, die Freude, die Liebe, die wir alle sind, als ein heiliges Selbst. Das eine ewige, unwandelbare, heilige Christuskind. Ja, wir teilen eine Identität, Bruder. Da ist keine Trennung. Der Körper kann uns nicht trennen. Das Ego kann nicht trennen, was Gott als eins erschaffen hat. Gut. Wir steigen ein. Ja, nochmal zur Einleitung. Worte werden jetzt wenig bedeuten. Wir werden sie nur noch als Führer an, auf die wir jetzt nicht mehr angewiesen sind. Denn jetzt suchen wir allein die direkte Erfahrung der Wahrheit. Und was ist die Wahrheit? Das Einssein. Im Vater. Die verbleibenden Lektionen sind lediglich Einleitung zu den Zeiten, in denen wir die Welt des Schmerzes verlassen, um in den Frieden einzutreten. Ja, jetzt fangen wir an, das Ziel zu erreichen, das dieser Kurs gesetzt hat, und finden das Ende, auf welches unser Üben stets ausgerichtet war, dass wir eins uns liebend im Vater geblieben sind. Du bist ich und ich bin du im Vater. Nun versuchen wir, die Übung nur ein Anfang sein zu lassen, denn wir harren in stiller Erwartung auf unseren Gott und Vater. Er hat versprochen, dass er den letzten Schritt selbst tun wird. Und wir sind sicher, dass seine Versprechen gehalten werden. Wir sind weit gekommen auf dem Weg und nun warten wir auf ihn. Wir werden weiter jeden Morgen und am Abend Zeit mit ihm verbringen, so viel wie uns glücklich macht. Ja, der Vater will uns glücklich machen.
Wir werden nun die Zeit nicht mehr als eine Angelegenheit der Dauer ansehen. Wir wenden so viel auf, wie wir für das Ergebnis brauchen werden, nach welchen wir verlangen. Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Ich teile den Willen Gottes in mein Glück, ja. Auch wollen wir unsere stündlichen Erinnerungen dazwischen nicht vergessen und Gott anrufen, wenn wir ihn brauchen, weil wir versucht sind, unser Ziel zu vergessen. Ja. Tja. Wie fühle ich mich? Also wenn du, Jesus Christus, mich fragst, fühle ich mich sofort besser. Warum kann das geschehen? Ja, weil ich auf einmal in das Gewahrsein komme, dass ich nicht alleine bin. Ach, dass du bei mir bist. Muss ich fast weinen. Dass du mich liebst als das, was ich wirklich bin, das Heilige Selbst. Noch der Heilige Geist sieht mich nicht anders. Ja, du hast recht. Sofort bin ich glücklich. Ja, es ist sinnvoll, mich wirklich von dir und dem Heiligen Geist führen zu lassen. Ja, ihr seid ja der Geist des Glückes, der alles im Einssein hält. Und der Ego-Geist ist ja der Trennung. Ja, diese Idee, eine individuelle Seele zu sein in der Mitte der Stirn, war die Trennung, war Verbannung, war vom Ego geführt. Und ein sogenannter Gott, der das lehrt, kann nicht der wahre Gott der Liebe sein, der nur die ganze Zeit lehrt. Der Vater hat sich ausgedehnt zu mir als sein Sohn in der ganzen Zeit. Ich bin kein Seelchen in der Mitte der Stirn, nein. Eingesperrt in einen Körper, nein. Das war die falsche Lehre, die falsche Spiritualität. Gott ist das Ganze und ich bin das Ganze. Es dreht alles, was ich glaubte, um. Was ist der Körper? Der Körper ist ein Zaun, den der Sohn Gottes sich einbildet, gebaut zu haben. Einbildet gebaut zu haben, um Teile seines Selbst von anderen Teilen abzutrennen. Also ich, der Gottessohn, bin das Ganze. Und habe mich zerstückelt. Warum? Aus Angst vor dem Vater. Ich habe mich also versteckt. In Billionen von Ideen zerstückelt. Innerhalb dieser Umzäunung des Körpers glaubt er nun zu leben, um zu sterben, wenn der Zaun vermodert und zerfällt. Tja, denn innerhalb dieses Zaunes denkt er, sei er vor der Liebe sicher. Indem er sich mit seiner Sicherheit identifiziert, betrachtet er sich selbst als das, was seine Sicherheit ist, also als den Körper. Nächster. Wie könnte er sonst sicher sein, dass er innerhalb des Körpers bleibt und die Liebe draußen lässt? Das ist der Wahnsinn. Ich bin kein Körper, ich bin frei, ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf, die Ganzheit. Der Körper wird nicht bleiben, doch dies sieht er als doppelte Sicherheit, denn die Vergänglichkeit des Gottessohnes ist Beweis, in Anführungsstrichen, dafür, dass seine Zäune wirksam sind und die Aufgabe tun, die ihnen von seinem Geist zugewiesen ist. Nee, das Ego kann nicht trennen, was Gott als eins erschaffen hat. Ich bin das Ganze. Ja. Denn wenn sein Einssein dennoch unberührt bliebe, also ich bin Geist und Eins, die Singularität des eigenen Geistes, wer könnte dann angreifen und wer angegriffen werden? Wer könnte seine Beute sein? Wer könnte Opfer sein? Und wer der Mörder? Also das ist so wunderbar, das klar zu machen. Ich bin das Ganze, es gibt nur mich. Und wenn er nicht sterben würde, welchen Beweis gäbe es dann, dass Gottes ewiger Sohn zerstörbar ist? Ja, als mir das in der Vergangenheit, bevor ich den Kurs hatte, der Englische war, mich lehrte,
dass ich das Ganze bin, dann musste ich nur noch lachen. Wo ist denn da die Schuld? Wenn ich nur mit mir selber gespielt habe, mich zerstückelt habe in Billionen von Egos. Da ist kein anderer. Und unser Unterbewusstsein weiß das. Jedes Urteil, das ich abgebe, ist ein Urteil über mich. Jede Kritik. Ich mache das Ganze, ich bin der Träumer des Traums und dann beschimpfe ich die Teile von mir, die ich da gemacht habe, die ganzen Figürchen, die Halluzinationsfigürchen, die ich gemacht habe. Und da ich alles aus Angst gemacht habe, aus Angst vor dem Leben, vor der Liebe, vor Gott, sind das alles Angstwesen. Die Illusionen sind einfach Bilder der Angst. Diese Figuren. Kein Wunder, dass sie mich angreifen, ihren Macher. Also, ich nehme sie alle wieder rein ins Licht, löse sie auf und erkenne was, wir sind alle eins. Ein Selbst, ein Sein. Der Körper ist ein Traum. Ja, ich spreche jetzt durch ihn, aber ich bin er nicht. Ich bin nicht der Körper, ich bin frei. Der Körper ist ein Traum. Wie andere Träume scheint er manchmal das Glück darzustellen. Doch kann er ganz plötzlich in Angst umschlagen, wo jeder Traum geboren wird. Also jede Idee im Traum, alles, was ich sehe, alle Landschaften, alle Blumen, alle Menschen, alle Tiere sind nur Ideen, geträumte Ideen, nicht wirklich. Nicht wahr? Denn nur die Liebe erschafft in Wahrheit. Und Wahrheit kann nie fürchten. Und die Liebe erschafft wie sich selbst. Sie dehnt sich nur an Licht aus, Licht und Liebe. Und Wahrheit kann ich fürchten. Also ich will nur zur Wahrheit. Gemacht, um angsterregend zu sein, also der Körper gemacht, um angsterregend zu sein für den Angriff, muss der Körper dem Zweck dienen, der ihm gegeben ist. Also wenn ich im Körper eingesperrt bin, dann bin ich in Angst und Schrecken. Und ich greife mit dem Körper an. Versuche mein kleines körperliches Leben zu retten. Bin ständig auf der Hut, ständig in Angst. Will gesund sein. Ich bin das alles nicht. Bin das nicht. Die ganze Welt, die ich erfunden habe, ist nicht wirklich. Doch können wir den Zweck verändern, dem der Körper gehorchen wird, indem wir das verändern, wovon wir denken, dass er da ist. Ja. Ach, wie schön, ich bin kein Körper. Ich bin frei, ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Der Körper ist das Mittel dann, durch welches Gottes Sohn zur geistigen Gesundheit zurückkehrt. Ja. Ich gebe meinen Körper dem Heiligen Geist, Jesus Christus, für ihre Verwendung und lerne wieder, wer ich bin. Obwohl er gemacht wurde, um ihn ohne Entrinnen in der Hölle einzuzäunen. So wurde doch das Ziel des Himmels gegen das Streben nach der Hölle eingetauscht. Himmel ist die Ganzheit, Himmel bin ich. Himmel ist das Sein, das Leben, die Herrlichkeit, die Ausdehnung Gottes. Gott und sein Sohn sind eins und ich bin sein Sohn. Und Gottes Sohn streckt seine Hand aus, um seinen Bruder zu erreichen und ihm zu helfen, den Weg mit ihm entlang zu gehen. Wunderbar. Wir sind eins. Nun ist der Körper heilig und nun dient er dazu, den Geist zu heilen, den zu töten, er gemacht ward. Und was ist heilen? Ganz machen. Ich bin das Ganze, du bist das Ganze, wir teilen eine einzige Identität, ein Selbst, ein Sein. Ohne Unterschied sind wir gleich. Du wirst dich mit dem identifizieren, von dem du denkst, dass es dich sicher machen wird. Nur in Gott, in der Ganzheit bin ich sicher. Was es auch immer sein mag, du wirst glauben, dass es mit dir eins ist. Deine Sicherheit liegt in der Wahrheit, nicht in Lügen. In Wahrheit bin ich das Ganze und eins, Gottes Sohn. Die Liebe ist deine Sicherheit, ja. Die Angst existiert nicht. Es gibt keine Trennung und damit keine Angst. Identifiziere dich mit der Liebe und du bist sicher. Wunderbar. Liebe lässt keinen aus. Ich bin das Ganze. Die Liebe lässt keinen aus. Identifiziere dich mit der Liebe und du bist zu Hause. Ja. Identifiziere dich mit der Liebe und du findest dein Selbst. Mein Selbst, das alle integriert, das Einssein allen Lebens. Wunderbar.
Lektion 262. Lass mich heute keine Unterschiede wahrnehmen. Vater, du hast einen Sohn und er ist es, auf den ich heute schauen möchte. Er ist deine eine Schöpfung. Weshalb sollte ich denn tausend Formen in dem wahrnehmen, was eins bleibt? Weshalb sollte ich diesem einen tausend Namen geben, wenn nun ein einziger genügt? Denn dein Sohn muss einen, deinen Namen tragen, da du ihn erschaffen hast. Lass mich ihn nicht als einen Feind für seinen Vater sehen, auch nicht als Fremden für mich selbst. Denn er ist Teil von mir und ich von ihm. Und wir sind Teil von dir, der du unsere Quelle bist, ewig vereint in deiner Liebe, ewig der heilige Sohn Gottes. Wir, die wir eins sind, möchten an diesem Tag die Wahrheit über uns wiedererkennen. Wir möchten heimkommen und in der Einheit ruhen. Denn dort ist Frieden. Und nirgends sonst kann der Frieden gesucht und auch gefunden werden. Ja, in der Einheit ruhen. Noch einmal die Lektion. Wie es mir jetzt geht, wo ich die Lektion gelesen habe. Ja, es wird so klar. Dass ich Gottes Sohn bin, die Freude, die Liebe, die Ganzheit. Dass wir alle nur eine Identität teilen. Und dass Gott sich mir hingegeben hat, ja. Wie geht's mir mit mir und mit dir, Jesus? In der Ganzheit, in der Herrlichkeit. In dem Einssein mit dir und dem Vater bin ich glücklich. Da finde ich mich. Und da fange ich an zu sehen, was ich verleugnet habe, weil es die Wahrheit ist. Und sofort steigt das Glück auf. Ja, ich fühle noch den Körper, aber im Geist bin ich frei. Gut. Ich lese nochmal die Lektion und dann will Jesus ein Experiment mit mir machen. Lektion 262, lass mich heute keine Unterschiede wahrnehmen. Tja, Gebet. Vater, du hast einen Sohn und er ist es, auf den ich heute schauen möchte. Er ist deine eine Schöpfung. Weshalb sollte ich denn tausend Formen dem wahrnehmen, was eins bleibt? Weshalb sollte ich diesen 1000 Namen geben, wenn nur ein einziger genügt? Denn dein Sohn muss deinen Namen tragen, da du ihn erschaffen hast, ja. Lass mich ihn nicht als einen Fremden für seinen Vater sehen, nein. Die Ausdehnung des Vaters. Auch nicht als Fremden für mich selbst. Denn er ist Teil von mir. Und ich von ihm. Wir sind eins. Wir sind Teil von dir, Vater, der du unsere Quelle bist. Ewig vereint in deiner Liebe. Ewig der heilige Sohn Gottes. Ist das nicht wunderschön? Wir teilen eine Identität, Bruder. Vereint in Gottes Liebe. Das eine Heilige Selbst ist alles, was es gibt. Die Welt der Trennung, der Bilder gibt es nicht. Wir sind ein Selbstverein mit unserem Schöpfer. Wunderbar. Wir, die wir eins sind, möchten an diesem Tag die Wahrheit über uns wiedererkennen, ja. Wir möchten heimkommen und in der Einheit ruhen. Ja, in Gott sind wir zu Hause. Denn dort allein ist Frieden und nirgends sonst kann der Frieden gesucht und auch gefunden werden. Ach, ist das gut, ich ruhe als Ganzes in Gott.
Gott ist. Und dann hören wir auf zu sprechen. Jesus sagt, lass uns ein Experiment machen. Was? Soll mir einen beliebigen Menschen vorstellen? In meiner näheren Umgebung. Okay. Sieh, wie er aussieht, den Körper. Ja. Und jetzt sag, dieser Körper ist nur eine Idee in meinem Geist projiziert. Dieser Körper, den ich hier von Danny sehe, ist nur eine Idee aus meinem Geist projiziert. Und dieser Körper verbirgt das herrliche Wesen, den Heiligen Sohn Gottes, mein Bruder. Also dieser Körper verbirgt das herrliche Wesen, den Heiligen Sohn Gottes, mein Bruder, der wir als eins sind. Und jetzt soll ich den Heiligen Geist bitten, mir den Bruder zu zeigen. Heiliger Geist, bitte zeig mir hinter der Figur von Danny meinen Bruder. Was erfährst du? Der Körper geht in den Hintergrund, der verschwindet. Und es tritt sozusagen aus dieser Erscheinung wie ein Lichtwesen, also ein unbegrenztes, mich liebendes, umarmendes, grenzenloses Wesen hervor. Und ich fühle einen Strom der Liebe, der Liebe, des Lebens. Es erfüllt mich und füllt mich. Und es zieht mich in ein Gewahrsein der Ewigkeit, des Einsseins, der Freude. Ja, der Ganzheit. Und dich erkennen? Ja, was erkenne ich? Ich erkenne, dass da keine Trennung ist. Dass der Bruder ich ist und ich der Bruder bin. Ja, dass wir ein Licht sind. Und ich merke, wie die Heilung stattfindet. Es ist ein Verschmelzen. Also Gott Vater benutzt den Bruder, dem ich mich da hingebe, den ich wahrnehme, um mich praktisch zu erleuchten. Ja. Ich lasse mich also vom Vater durch den Bruder, indem ich die Trennung verschwinden lasse. Körper war Trennung, ist nicht mehr da. Und ich erfahre eine Sanftheit wie noch nie.
Was ich fühle, ist, dass wir immer da waren. Dass wir immer eins waren. Dass wir immer im Vater waren. Ja, ich fühle auch einen Gegendruck. Ja, ist interessant. Welcher Führung, es ist so deutlich zu merken, welcher Führung folge ich? Lasse ich den Heiligen Geist durch mich schauen und den Christus? Dann sehe ich den Christus im Bruder, in dir. Ja, und dann ist Freiheit da, dann ist Freude da. Aber lasse ich diese andere Führung zu, die mich da zieht. Er sagt, geh in diese alte Vorstellung rein, dass du im Hirn denkst, aha, dass du eine Seele bist in der Mitte der Stirn, getrennt von Gott, getrennt von allen anderen. Geh da rein. Es geht nicht mehr. Irgendwie geht das nicht. Was ist jetzt passiert? Ganz wichtig. Ich habe erkannt, dass ich nicht in diesem Körper denke. Ich habe erkannt, dass ich nicht in diesem Körper eingesperrt bin. Durch das Wahrnehmen des Bruders. Jetzt konkret in Danny. Das ist der Bruder, der unter mir hier diesen Laden hat, die Ferreterie. Das Bau- und Eisenbahngeschäft. Und wenn ich jetzt wichtig wahrnehme, fühle ich auch, weder den Danny gibt es, noch das Eisenbahngeschäft, noch diese Figur hier, die hier sitzt, ist alles nur Traum. Gott ist und wir sind in ihm. Ach, ist das Erlösung. Da will man doch nicht mehr eingesperrt sein im Körper. Sondern da kommt ein starkes Gefühl, dass der Vater durch mich alle erlösen soll, die ich eingesperrt habe. Und ihnen allen das Leben wiedergeben soll. So werden die Toten erweckt zum Leben. Ja, Bruder, wir sind eins zum Vater und leben ewig im Glück. Das ist, was der Vater will. Er will uns glücklich machen und durch uns alle. In diesem heiligen Selbst, das wir miteinander teilen. Und so heilen wir. Ich wünsche dir einen schönen Tag, geliebter Schatz, mein Bruderschatz, indem ich mich erkenne. Und dann bin ich frei mit dir.